Jo, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Let's Play NFS Underground 2, Leute. Ja, ihr seht, wir haben es ziemlich flüssig hier. Zwar nicht so flüssig, wie ich erwartet habe, aber ich habe es geschafft. Ich konnte saulang nicht aufnehmen. Ich habe mich so aufgeregt. Vor allem übers Forum, wo ich das Ganze reingeschrieben habe. Alter, was die da alles bemeckert haben. Vor allem mein Netzteil, Alter. Was soll denn da dran spinnen? Ah, scheißegal drauf, wir legen jetzt los und zwar tun wir den fetten Hammer, den amerikanischen Super-Mega-Schlitten hier, ne? So. Und ich gehe jetzt wieder in meinen ganz normalen Stil zurück. Ich kopiere jetzt sicher keinen. Hide oder Topaz? Ist die Frage. Das sieht cool aus. Es sieht cool aus. Es hat Gold. Es hat Gold. Es sieht cool aus. Ja. Schnapp ich mir und dann, Street Race. Es gibt aber vor allem sau wenig Teile für solche Offroader wie den Hammer zum Beispiel. Na gut, es tunt ja auch nicht jeden Tag mal kurz hier so eine Bonze seinen Hammer. Ach ja. Street Race oder Sport Glow? Street, wir sind hier auf der Straße, ne? Serie Reflect Echo Recoil Ricochet. Reson 8, Rebound. Nee, wobei das passt sogar. Das passt sogar richtig gut zum Hammer, ja, zum Hipster, zum Hammer. Sieht schon fett aus auf dem Ding. Boah, ich muss mich vorlehnen. Ich hocke hier nämlich auf meinem Fernsehsessel. Zumindest war es mal der Fernsehsessel, jetzt ist es der PC-Sessel. Da muss ich mich so scheiße vorlehnen, es kotzt mich auch nicht an. Ne? So, Reson 8. Kann ich ihn nicht reinzoomen? Ach, schade. Oder Ricochet. Das ist schwere Entscheidung. Ja, komm, schnappen wir jetzt die Ricochet-Teile. Sehen doch schick aus. So. Das ist alles wie zu dünn. Wir haben hier einen Hammer und kein sonstiges Kleinding da. Ja, ich hab bereits Serie, für die will ich nicht zahlen. Ich glaube, ich nehme die Dinger. Ja, was anderes als 26 Zoll bekommen wir nicht. Was? Nur 26 Zoll? Wir hatten nur ein neuer Bildschirm. Der hat nur 23 Zoll, Mensch. Aber habe ich gerade nicht dran, finde ich schade. Ja. Ja, Dummheit muss bestraft werden. Nein, ich zahle jetzt nicht doppelt für den Scheißhammer. Na gut, scheiße ist er ja nicht. Aber ich zahle nicht doppelt für das Ding. Und ja, mein Fehler aus der letzten Aufnahme habe ich bemerkt. Hey, kein Wunder, dass jeder was von deinem Hype haben will. Du bist super gefahren. Die Sponsoren wollen deinen Wagen auf dem Cover der DVD Underground Speed Zone. Wollen sie nicht? Die wollen einen hochgetunten Wagen, den kann ich halt nur liefern. Boah. Damit das passiert, musst du ihn auf 3 Sterne ausbauen. Du weißt, was du zu tun hast. Ja. Ja, ich baue den Hammer sicher nicht auf 3 Sterne aus, ich bin noch nicht verrückt. Das ist mir viel zu viel Geldverschwendung, Leute. Was die Rachel manchmal von einem will. Ja, und so habe ich vorhin einen neuen Bildschirm bekommen. Ja, und, na gut, an dem Spiel wird es eh nichts ändern. Ist hier nur 4 zu 3 und nicht 16 zu 9. Was ich aber sagen wollte, was ich vergesse. Oh, mit dem Ding, da können wir wirklich Drifts fahren. Aua. Was wollte ich denn sagen? Ach so, ja, in der letzten Aufnahme habe ich folgenden Fehler begangen. Und zwar habe ich in der letzten Aufnahme wundervollerweise geschafft. Ja. Was habe ich denn geschafft? Ich habe geschafft, die ganzen Geländewagenrennen hier zu verdüllen. Was schnapp ich mir denn? Was schnapp ich mir denn? Was baue ich denn ein? Was baue ich denn ein? Medium blau, medium rot, medium blau. Tun wir den doch schön blau. Kann ich gleich die Neons auf blau nehmen? Genau. Scheinwerfer, schön Xenon rein, dann Nitroentlüftung. Und alle Düsen natürlich. Und dann Hi-Fi vor. Hier wird Hi-Fi richtig fett aussehen. Also mit Fetten gibt es hier. Gibt's hier. Gut, dann nehmen wir den fetten Subwoofer. Dann hier drüber. Sieht schick aus hier. Ja, den hier, der sieht ganz okay aus. Und dann nehmen wir wieder GL. Ja, trifft sich gut.
Wieder ein GL-Subwoofer. Was? Ich dachte, wir können mehr einbauen. Ach ja. Naja, schade. Sieht nicht danach aus. Sieht echt nicht danach aus. Schade, 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 schade. So, was fehlt uns noch? Ein schicker Lack auf dem Wagen fehlt uns noch. So, den machen wir uns jetzt auch noch drauf. Boah. Ich hasse es, wenn ich mich vorlehnen muss. Warum muss ich mich die ganze Zeit vorlehnen? Irgendwie kann ich mit dem Controller aber keine Sachen auf der Karte auswählen. Und ich zocke auf dem PC. Ich hasse ja Konsolen. Sie, ja gut, hassen kann man es jetzt nicht bezeigen, aber ich mag sie jetzt nicht so arg. Weil Konsolen und Grafik und so Zeugs da, ne? Konsolen sind gut, um zusammen zu zocken bei LAN-Partys oder so, aber nicht, um wirklich High-End jetzt zu zocken. Ein richtig geiler Rechner ist trotzdem so ein 12.000 Euro Rechner, wie ich mir einen aus Spaß, aus Jux. Könnte ich euch sogar später nochmal in die Kommentare posten, wenn ich mich in einigen Wochen daran erinnere, wenn ich das Video hochlade. In einer Woche oder so. Wenn ich mich da tatsächlich noch daran erinnere, dann werde ich euch sicher noch reinposten. Habe ich mir echt einen 12.000 Euro Rechner zusammengestellt. Gut, 2,96 aber ist LI, so 12.000 für eine Grafikkarte, ist ja nichts Abartiges, hey. Ach ja, und was ich noch Geiles gesehen habe, wirklich in so einem V8-Motor mäßigen Gehäuse, ein PC, Alter, das müsst ihr euch geben. So, wir schnappen uns den Lack, der sieht doch Hammer aus, passend zum Hammer. Ach ja, flache Wortwitze. Was sieht denn geil aus an dem Ding? An dem Ding sieht einfach alles geil aus. Alles, was den fett und protzig macht. Oh, also wirklich, wie gesagt, alles. Ja, Gold. Gold, schön goldig, goldig, goldig. Felgen, 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 mindestens. Auch min. Ja, Spinners haben wir keine, Bremsen auch nicht. Wir bremsen nicht, wir fahren alles einfach platt auf unserem Weg und. Winils. Mhm. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Ah, sieht schick aus. Oh ja, oh ja. Alles schön goldig. Alles schön goldig hier. Flammen, Flammen, modern, modern, Splash. Blitz. Ja, Blitz ist das Maximum, was ich hier wählen kann. Oh ja, den hier nehmen wir, den hier schnappen wir uns. Der muss aber eine andere Farbe annehmen. Ah, die macht sich gut. Oh, den Wagen. Modern. Nein, das hier, ja. Haben wir hier was Gescheites? Das hier würde. Na, nix da. Nein. Auch nicht. Nein, passt überhaupt nicht. Nein. Oder? Sieht halbwegs vernünftig aus. Nehmen wir mal das hier und dann zweifarbig. Oder sind es sogar drei Farben? Und dann das hier, ja. Dann hier, was passt hier gut? Was passt hier gut, Mann? Ich muss mich so gut entscheiden, das passt einfach alles geil. Den hier könnte ich eigentlich wieder gelb nehmen, aber tue ich mal nicht. Sondern noch eine, bring noch eine Farbe ins Spiel. Und zwar die hier, genau. Passt, und jetzt die Kales. Für die Frontscheibe nehme ich. Kann man ja gar nichts sehen. Ach, mein Spiel hat einfach so eine geile Logik teilweise. Was gibt's hier Gutes? Oh, irgendwas bei F müsste es doch geben. Was haben wir? Was haben wir? Fox irgendwas Reifen, glaube ich. Japan Tuning. Hm? Ja, ABS nehmen wir mal. Das hier und dann auf die Türen machen wir. Nein, ich bezahle mal ganz kurz das Setup. Passt alles. Oh. So, gespeichertes Spiel automatisch. Perfekto. Was wählen wir als nächstes aus? Was für einen Shop müssen wir noch besuchen? Einen fetten Hammer. Ich merke schon, welchen Shop wir noch besuchen müssen. Ganz dringend. So, ja, möglichst in der Nähe. Zwar ein bisschen den Tuning-Shop. Wir haben ja Kohle. Und ich möchte es einfach jetzt mal machen, da ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Aufnehmen.
mache ich das jetzt einfach auf die Weise. Denn der soll schon was hergeben und dann fahren wir, glaube ich, einfach die drei Rennen ab und dann schnappen wir uns wieder den Ford und dann schauen wir mal weiter. Pam. Ach ja. So, das hier, jo. So, was wähle ich denn aus? ECU habe ich eh alles installiert. Motor, naja, der bringt nicht ganz so viel. Es ist so schwer, was brauchen wir denn? Ein bisschen mehr Handling schadet dem Ding natürlich nicht. Noise Speed und HR Racing, so. Nitro hat er schon drin, Reifen bringen dem nicht so viel, Bremsen auch nicht. Gebremst wird hier eh nicht, habe ich ja schon gesagt. Turbolader bringt einiges, ja. Dann nehmen wir den von Turbonetics. Turbonetics ist das Beste. Wollte ich sich ehrlich gesagt auch nicht unterscheiden, aber scheiß drauf. So, fahren wir mal weiter. Jetzt, ich glaube, wir sollen jetzt wirklich alles für den Hammer haben. Gut, vielleicht noch so ein bisschen außenrum dies und das, aber na, wird schon hinhauen, wird schon hinhauen, wird schon schief gehen, müssen wir da sagen. Und dann ab zum ersten Rennen. So. Vielleicht kommen wir mal bei dem Tunnel vorbei, dann kann ich mal einen weiteren Logikfehler nennen, aber jetzt nicht. Noch nicht, noch nicht. Aber merkt euch, wenn wir aus dem Laden rausfahren, haben wir erstmal keinen GPS-Empfang. So viel erstmal, den Rest könnt ihr euch sicherlich denken, wenn ich schon Tunnel sage. Naja.